Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 im schönen Frankreich. Ja. Ich glaube, ich hatte gestern gesagt, dass ich eventuell das gestrige Video eventuell das einzigste ist. Das stimmt nicht ganz. Auf jeden Fall, heute kommt noch eins, ne? Ich habe hier nochmal so einen schönen Auftrag angenommen. Und zwar habe ich mir natürlich die Geräte dafür mitgemietet, weil bin ich auch noch nicht gefahren. Die 9er RX Serie von John Deere mit einem großen Grubber. Ne? Bin ich auch noch nicht gefahren. Wollen wir mal gucken, wie das ist so. Auftrag ist auf Feld 5, da hatten wir ja gedroschen. Und das werden wir jetzt einmal bearbeiten. Hat auf jeden Fall noch manuelle Schaltung. Kein Automatik. Oh. Den haben wir nicht gesehen. Knicklenker. Müssen wir mal schauen, ne? Den hätten wir auch nicht sehen. Meine Güte. Oha. Oha, oha. War fast ein bisschen groß, um durch die Stadt hier zu fahren. Oder durchs Dörfchen. Na, Stadt eher, ne? Ja, Helfer sind auch unterwegs. Der Deutz ist noch beim Ansehen, ne? Beim Auftrag und der Fendt ist jetzt den Rest mulchen noch. Damit denke ich mal, wird auf jeden Fall fertig werden. Klaut mir hier jetzt keiner die Vorfahrt. Bei den Laternen müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Das ist ja, die nehme ich ja gleich mit hier. Sieht auf jeden Fall sportlich aus. Also bei dem finde ich ja Ketten wieder geil, ne? Das ist ja auch Quadtrack. Den von Case finde ich mit Ketten natürlich auch supi. Und den hier mit Ketten, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Liegt mir halt nur so bei den Trägern, bei den Magnum, bei den, was ist das, die 8er Serie, glaube ich, von New Holland. Oder den 8R von John Deere. Der 8R, ne? Mit Ketten vorne und hinten. Das finde ich nicht ganz so schön. Oder den Axion mit Ketten hinten. Finde ich auch nicht ganz so. Ich weiß nicht. Das spricht mich an. Aber hier bei den Dingern hier, ne? Quadrac oder hier der 9RX. Doch, ja. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Sieht der recht nice aus. Mal gucken, hier mal einmal aufklappen den Stuhl. Uah. Das hat aber Arbeitsbreite. Du. Ich weiß gar nicht, was haben wir hier eigentlich für Arbeitsbreite? Wenn Sie wollen wir mal gucken, ich weiß das gar nicht jetzt so aus dem Kopf. Das ist Agrober. Sollte Agrober sein, ne? Der ist das hier, der Kompaktomat. Wir haben 15,7 Meter. Ach ja, hier, der Köckling, genau. Der hat ja noch Saataufsatz, genau. So einen holen wir uns vielleicht auch noch mal. Bin ich nicht abgeneigt. 280 PS haben wir zwar nicht, aber ist egal. So, erstmal das aus. Oh. Kleine Leck hier eben gerade.
Achso, nee, Steine sind noch vom letzten Mal. Steine habe ich nicht an, ne? Steine habe ich doch nicht an, oder? Steine habe ich doch aus. Oder? Steine sind aus, ja. Sind sie auch. Alles klar. Gehen wir mal hier wieder auf den Auftrag. Den ist nämlich gleich fertig. Gut. Ja, Knicklenker halt, ne? Knicklenker ist auch wieder was anderes, ne? Muss man sich auch erstmal wieder schön so Trank finden. 15 Meter ist auch noch nicht gerade Standardarbeitsbreite, ne? Die wir jeden Tag haben. Kriegt man mal viel mit weg, aber bleibt bei mir manchmal auch viel stehen. Umso größer die Arbeitsbreite, umso ungenauer wird das manchmal bei mir, wie man hier so unschwer erkennen kann. Mal gucken, wie der sich anstellt mit der Schaltung hier. Nee, der zieht das sauber durch. Gucken, wie viel. Wie viel braucht der eigentlich an PS? Sag ich jetzt mal. Will ich jetzt mal wissen. 500. Okay. Und der hat. Das ist der nicht. Das ist der auch nicht. Das ist der. Ups. Jetzt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall über 500 PS standardmäßig. Also mit dem kleinsten Motor hat er schon über 500 PS. 517. Oh, kein so schlechtes Teil, ne? Vielleicht, falls wir irgendwann mal hier big in business sind. Dann und hier so wie hier die beiden Felder zusammengelegt haben, dann ne, ich glaube, so lange werden wir hier drauf nicht spielen. Also ich denke mal, wenn die erste gute Karte kommt, die mir gefällt, dann werden wir da auf der Karte wahrscheinlich weiter oder überhaupt zocken dann halt, ne? Vielleicht werden wir denn, wenn wir denn auf, na gut, obwohl, kommt auch an, was für eine Karte das ist, wie groß sie ist, ne? Ich würde nämlich auch gern mit ein paar anderen Maschinchen auf der nächsten Karte starten, sonst hätte ich gesagt, sonst nehmen wir. Die Maschinen, die wir hier haben, nehmen wir dann mit. Und den Kontostand sozusagen so ein bisschen. Ne? Oder ich sag, ey Leute, komm, wir verkaufen hier alles, was uns gehört. Und mit dem. Also auch das Land und das alles. Mit dem Kontostand fangen wir dann auf der nächsten Karte an, wenn denn, wie gesagt, eine gute für die Konsole rauskommt.
Mal schauen, wie wir das machen, ne? Ich denke mal, bis dahin ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Zack ist gar nicht mal so verkehrt. Könnte ich mich auch dran gewöhnen, ne? Ist 25, der ist bei 91. Müssen mal gucken, wie viel Saatgut wird, denke ich mal, reichen. Oh, der ist fertig. Ja, der ist fertig. Ja, der ist fertig. Gut. Dann ist der fertig. Das ist so ein 9RX habe ich auch bei uns noch nirgends so rumfahren sehen. Also nicht, dass ich wüsste, das Größte, was ich jetzt mal gesehen habe, war jetzt ein New Holland, den 9er, den 9T. Also die 9er-Serie von New Holland. Aber hier, T9-Serie. Aber ich glaube, davon auch die kleinste Variante. Ich sag mal, bei uns hier in der Umgebung, die Felder sind auch nicht gerade die kleinsten. Ja, der Auftrag gibt natürlich auch wieder 11.000, ne? Ich glaube, das habt ihr ersten, glaube ich, müsst ihr eventuell, oder habe ich das schon gesagt? Ich weiß das gar nicht. Ja, 11.000 Euro. Ja gut, minus 1800 Abzug für Geräte hier, ne? Aber ich sag mal, wir können mal einmal hier so einen 9RX fahren. Nicht schlecht, das Gespann. Könnten wir uns natürlich leisten, ne? Also das Geld hätten wir auf jeden Fall. Aber dafür sind unsere Felder noch zu klein. Wenn wir so wie hier das Feld hier hätten, dann würde ich sagen, ja. Oh. So. Ich sag mal, wir werden dann an dieser Stelle Schluss machen für heute. Ich werde den Auftrag hier natürlich noch fertig machen. Ganz klar. Anderen Aufträge auch. Das werde ich ja, wie gesagt, alles offline machen. Das ist. Ey. Was war das denn jetzt? Da hat er einen Knopf vergessen zu drücken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.